Moin Leute, da ich jetzt anlässlich zum Erscheinen von Venom 2 Let There Be Carnage so eine kleine Symbiontenwoche einfach mal machen wollte, gehen wir heute auf 5 Punkte ein, die darauf hinweisen, dass der neue Comic-Bösewicht Knull auch ins MCU kommen könnte. Also, solltet ihr das MCU noch nicht gesehen haben oder generell irgendwas vom MCU, Serien, Filme oder auch die beiden Venom-Filme noch nicht, ja. Ist hier auf jeden Fall eine fette Spoilerwarnung. Holt das Ganze nach, kommt dann wieder zurück zum Video und ich würde sagen, los geht's. Angefangen bei Guardians of the Galaxy 1 aus dem Jahre 2014. Dort wurden wir so ziemlich zum ersten Mal Zeuge davon, wie mächtig die Celestials eigentlich sind. Wir haben nämlich in einer Rückblende gesehen, wie einer der Celestials mal ebenso einen kompletten Planeten quasi entvölkert hat. Aber wir haben auch die Überreste von einem gesehen, nämlich in Form von Nowhere, der Minenkolonie, in der sich auch der Collector rumtreibt. Diese Minenkolonie, beziehungsweise Nowhere generell, ist halt der Kopf eines Celestials. Und wenn wir uns mal genau an die Geschichte von Knull erinnern, stellen wir fest, dass ein Kopf eines Celestials doch eine präsente Rolle in der Geschichte spielt, denn Null hat ja quasi aus seinem Schatten ein Schwert erschaffen, womit er dann einen der Celestials den Kopf abgeschlagen hat. Kurz darauf konnten die Celestials Null aber wieder zurückschlagen. Dieser hat dann allerdings im Schädel des Celestials mit der übrig gebliebenen kosmischen Macht sein Schwert gehärtet und auch seine Rüstung erstellt. Dementsprechend könnte das hier schon rückwirkend als erster Hinweis für die Ankunft von Knull gelten. Klar, ich denke mal nicht, dass Kevin Feige so weit zurück, beziehungsweise so weit im Voraus geplant hat. Vor allen Dingen gab es die Geschichte damals noch nicht. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, dass man das Ganze einfach so drehen könnte, dass das wirklich der Kopf ist, den Knull dem Celestial abgeschlagen hat. Und dementsprechend auch der erste Hinweis darauf, dass wir Knull bald im MCU sehen können. Kommen wir zum nächsten Punkt. Als nächstes geht es weiter mit den Celestials selber. Die wurden uns ja auch wieder näher gebracht in Guardians of the Galaxy 2. Dort haben wir nämlich Peter Quills Vater, den Celestial Ego, den Living Planet, kennengelernt, der ja, ne, wie schon gesagt, ein Celestial ist. Und auch im neuen Film The Eternals, der jetzt bald startet, sehen wir auch dann mehr über die Celestials. Die sind ja quasi die Auftraggeber der Eternals. Und ja, anscheinend versucht Marvel gerade generell, die Celestials mehr ins MCU einzuführen und diesen auch ja, immer mehr Spotlight zu geben, was ebenfalls eine Ankunft, die Ankunft von Knull weiter wahrscheinlich machen könnte. Und ja, es würde mich nicht wundern, wenn Mr. Kevin Feige hier auch schon wieder seinen nächsten Masterplan im Kopf hat und ja, an Knull denkt. Also kommen wir nun zum nächsten Punkt. Und zwar kommen nächstes Jahr ja einige MCU-Filme raus, nicht nur Doctor Strange 2 am Anfang des Jahres relativ, sondern halt auch Thor 4. Und in Thor 4 Love and Thunder soll auch Jane Foster wiederkommen und zumindest zeitweise die Macht von Thor auch erhalten. Allerdings ist das auch gut, denn Thor kann jede Hilfe gebrauchen gegen den neuen Gegner. Im Thor 4 tritt er nämlich gegen Gore the God Butcher an, der hier von Christian Bale gespielt wird. Und wer das Video zu Knull gesehen hat, weiß bereits, okay, Gore hat eine Verbindung zu Knull, denn als Knull gegen einen Gott gekämpft hat, haben die beiden sich quasi abgestochen, sind auf den Planeten gefallen und Gore findet dann im Prinzip die beiden Leichen und klaut sich von Knull das All Black, sein Symbiontenschwert und geht damit auf Rachefeldzug gegen die Götter und unter anderem dann auch gegen Thor. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn das All Black, das Schwert von Knull, es auch ins MCU schaffen würde mit Thor 4 und Gore the God Butcher. Und ja, das ist halt ebenfalls wieder ein Hinweis darauf, dass wir Knull bald im MCU sehen könnten. Juhu! Vor allem glaube ich aber, dass dies kein Zufall ist, da
lustigerweise Thor 4 jetzt relativ zeitnah zum Ende von King, von dem King in Black Event kommt. Ja, also Knulls großes Marvel Comic Event. So, ich hätte jetzt fast MCU Event gesagt, aber das kommt ja vielleicht noch. Dementsprechend glaube ich mal nicht, dass das so ein krasser Zufall ist. Ja, ich meine, das King in Black Event wurde, meine ich, Ende letzten Jahres in den USA beendet und sollte gegen Ende diesen Jahres auch hier dann beendet sein. Dementsprechend ist das schon ein sehr krasser Zufall, dass ausgerechnet dann ein Jahr quasi, nachdem das auch hier beendet wurde, beziehungsweise zwei Jahre dann in den USA, dass dann ausgerechnet zwei Jahre später ein Film mit einer wichtigen Figur innerhalb der Geschichte von Knull veröffentlicht wird. Was denkt ihr? Zufall oder nicht? Ich glaube nicht. Dementsprechend kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, und hier kommen wir jetzt ins Spoiler-Territorium, könnte man sagen. Denn viele von euch, einige von euch könnten Venom 2 noch nicht gesehen haben, dementsprechend erst nachholen und dann wiederkommen. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, wurde aber quasi so ein bisschen durch die End-Credit-Scene gespoilert. Und ja, wie gesagt, ne, sehr spoilery. Das heißt, wer das noch nicht gesehen hat, bitte hier abschalten. Ansonsten selber schuld. In der End-Credit-Scene sehen wir nämlich, wie sich Eddie Brock in einer Art Hotelzimmer befindet und sich die Nachrichten anguckt. Auf einmal kommt ein Nachrichtenclip über Spider-Man, wie er denn angeblich dann Mysterio getötet haben soll. Kurz darauf zeigt sich dann Venom und sagt sowas wie, lecker, oder auch, den mag ich nicht. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sehen wir hier schon mal, dass Venom jetzt am Ende von Venom 2 anscheinend auch im MCU sein könnte oder ist. Und ja, Venom ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für das Event mit Knull. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn das hier ebenfalls ein Teil der Vorbereitung darauf ist, weil ebenfalls wieder ein sehr krasser Zufall, wenn gerade er jetzt da reinkommt. Vor allen Dingen hat der Film ja auch mit Carnage zu tun und der nächste Punkt ebenfalls. Dementsprechend bringen wir weiter. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, und zwar Carnage selber und seine Einführung ins MCU dann jetzt auch wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Carnage am Ende halt besiegt wird oder stirbt oder wie auch immer. Und es würde mich dann nicht wundern, wenn er aber trotzdem irgendwann dann im MCU vorkommt. Und zwar in einer Art entweder Solo-Film oder Venom 3-4, Spider-Man 4, wie auch immer. Weil Carnage nämlich in den Comics ebenfalls vor den Comics zu Absolute Carnage gestorben ist, angeblich. Nur um dann halt wieder von einem Kult, der Knull anbetet, wiederbelebt zu werden. Und zwar wurden dort Überreste von Cletus Cassidy und dem Symbionten quasi vermischt. Und so konnte Cletus Cassidy wieder auferstehen und damit auch Carnage. Dieser sollte dann im Prinzip für Knull auch die Drecksarbeit so ein bisschen erledigen und auch als eine Art Hülle für Knull dienen, damit er schon mal so ein bisschen aufräumen kann auf Erde. Cletus hatte darauf keinen Bock, dementsprechend hat das alles nicht so gut geklappt, aber ne, auch wieder ein sehr, sehr krasser Zufall, dass jetzt ein Film mit Carnage auch kommt und dass das Ganze jetzt ins MCU gezogen wird. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Ja, und das war's dann tatsächlich auch mit diesem Video. Ne, nochmal kurz die Punkte zusammengefasst. Nowhere als Kopf des Celestials. Thor 4. Gore the Gut Butcher. Wichtige Verknüpfung zu Knull. Dann die Eternals, in denen halt die Celestials weiter ausgebaut werden. Venom an sich, dass er jetzt ins MCU kommt. Und Carnage, der ja wahrscheinlich am Ende von Venom 2 halt stirbt oder halt besiegt wird, wie auch immer. Und dann auch ins MCU zurückkehren könnte, beziehungsweise dann wieder im MCU vorkommen könnte. Und die Helden, die tatsächlich am King in Black Event beteiligt sind, sind jetzt auch schon ganz gut versammelt. Noch nicht alle. Es fehlen noch die X-Men, meine ich. Und Sentry. Zu Sentry soll es auch irgendwann noch einen Film geben. Dementsprechend wäre das auch nicht außerhalb des Möglichen. Und ja, was haltet ihr davon?
denkt ihr euch, geil, wieder ein neues MCU-Event und vor allen Dingen ein cooles über die Symbionten? Oder habt ihr da eher keinen Bock drauf, auch wieder so ein großes Event und wollt lieber kleinere Filme sehen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich hätte da tatsächlich Bock drauf, weil ich den Comic schon sehr cool fand, beziehungsweise das Comic-Event. Und das Ganze auch sehr gerne in Real Life sehen würde. Schön umgesetzt mit vernünftigen CGI und so weiter. Dementsprechend würde ich mich da definitiv drauf freuen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich gehe jetzt erstmal schneiden. Macht's gut!